Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Schwestern, ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe. Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte: Das ist mein Leib für euch. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Tut dies, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Heute am Fest von Leichnam gibt es viele Möglichkeiten, über Textstellen zu reden, von der Brotvermehrung angefangen bis hin im Alten Testament der König Melchisedech, der von Abraham beschenkt wird und der Brot und Wein zurückschenkt. Ich habe jetzt diese Stelle gewählt, weil sie uns vertraut ist aus der Eucharistiefeier. Wir hören sie auch am Gründonnerstag, wo dieser Tag aber im Zusammenhang mit den drei heiligen Tagen, dem Dreieinentag, steht. Und heute sind es vor allem zwei Punkte, die mich angesprochen haben. Das eine ist, Paulus sagt sehr klar: Ich habe etwas empfangen und das gebe ich weiter. Keine Erfindung von ihm, sondern etwas, das ihm geschenkt worden ist. Und er überliefert es weiter. Für mich ist es immer wieder diese Frage: Was haben wir auch als Glaubensschatz geschenkt bekommen und in welcher Weise geben wir ihn weiter? Nichts ist selbstverständlich von dem, was wir haben, sondern es ist ein Schatz, aus dem wir immer wieder neu auch schöpfen können und weitergeben. Und das Zweite, dieser Satz oder diese Mahnung: Tut dies zu meinem Gedächtnis. Ich frage ihn bei den Klassen eigentlich fast immer, wenn wir uns mit der Eucharistie beschäftigen: Warum machen wir das denn jeden Tag oder jeden Sonntag? Die Antwort wissen sie eigentlich fast hundertprozentig nicht. Dann sage ich, es gibt einen ganz klaren Auftrag. Und dann gemeinsam, nach langem Überlegen, kommen wir auf diesen Satz: Tut das zu meinem Gedächtnis. Nicht nur als Erinnerung, sondern wirklich im konkreten Tun. Und der Grund, den gibt Paulus auch an: So oft wir das tun, so oft wir das Brot essen und aus dem Kelch trinken, vielleicht nach Covid wieder, verkünden wir den Tod des Herrn, bis er kommt. Sobald wir das tun, verkünden wir das größte Geheimnis, das wir haben. Dass Jesus der Herr ist, der wiederkommt, wo sich unsere Hoffnungen letztlich erfüllen. Also eine Einladung heute, darüber nachzudenken, was unser Glaubensschatz ist. Vielleicht auch unser Glaubenswissen. Ich weiß es nicht, ob wir nach der Schulzeit noch etwas dazugelernt haben. Ich hoffe sehr. Was ist das, was wir weitergeben? Und das Zweite, dass im konkreten Tun wir das zentrale Geheimnis verkünden, nämlich die Hoffnung auf ein endgültiges Zuhause, die Hoffnung, dass Jesus wiederkommt und uns zu sich holt.